Gigantenduell im Champions League Viertelfinale. Der THW Kiel von Philipp Biecher fordert Paris Saint-Germain. Das Hinspiel findet in Kiel statt, doch die Zebras in Weiß haben Probleme, in diese Partie reinzufinden. Die Gäste aus der französischen Hauptstadt mit dem besseren Auftakt über Mikkel Hansen, der sieht Rémy Lee die 7:6 Führung. Paris ohne Superstar Nikola Karabatic, beim THW Kiel fehlt ebenfalls ein Superstar mit Sander Sargosen, eher nicht dabei aufgrund eines fiebrigen Infekts. Paris schafft es, sich ein kleines Pölsterchen zu erarbeiten, 10:8. Und es kommt aus Kieler Sicht noch schlimmer. Luke Steins, der Spielmacher, den die Kieler über die gesamte Partie nie so richtig unter Kontrolle bekamen. Hier ist er wieder mit diesem Treffer. 3 Tore Führung für Paris. Und damit noch nicht genug. Der THW hat Probleme im Angriffsspiel. Harald Reinkind scheitert. Umschaltmoment für Paris. Rémy Lee. 12:8 Führung, 4 Tore Vorsprung, der größte Vorsprung der Gäste. Anschließend erwachen die Zebras und fighten sich in den letzten Minuten von Durchgang Nummer 1 erfolgreich zurück. Duvniak, Zarabetz, wieder Duvniak, Harald Reinkind, Duvniak und Reinkind. Mit der Schlusssekunde setzt er den Schlusspunkt. 14:15, der Pausenrückstand für das Team von Philipp Biecher. Harald Reinkind bis dahin der erfolgreichste mit 7 Toren. Dann Schockmoment zu Beginn von Durchgang Nummer 2. Patrick Winzek muss runter. Zog sich in dieser Situation eine unglückliche Knieverletzung zu. Eine genaue Diagnose steht aus. Doch die Zebras lassen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Zwar schafft es Paris erst einmal, sich wieder auf 2 Tore abzusetzen. Doch anschließend ist der THW, der Titelverteidiger in der Champions League, voll da. Domagoj Duvniak mit dem Ausgleichstreffer 20:20. In Abwesenheit von Sargosen übernimmt er Verantwortung. Am Wochenende gab es einen Triumph in der Hauptstadt. Gegen die Füchse Berlin setzte man sich mit 28:26 durch. Das kostete Kraft. Aber hier in dieser Partie war davon nichts zu sehen. Im Gegenteil. Die Kieler legten einen Zahn zu. Niklas Landin mit der ersten THW-Führung. Erst die Parade, dann schaltet er blitzschnell um 23:22. Und fortan diktierten die Zebras diese Begegnung. Etwas Glück bei dieser Szene. Reinkind behauptet allerdings den Ball. Immer noch Reinkind. Harald Reinkind. 28:25. Reinkind am Ende mit 10 Toren. Der treffsicherste in dieser Partie. In den Schlussminuten ging es darum, sich die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel zu erarbeiten. Dementsprechend hieß es, so wenig Gegentore wie möglich zulassen. Steins war mit dem 28. Tor für Paris erfolgreich. Eckberg antwortete. Philipp Biecher konnte sich diese 7 Meter schon nicht mehr ansehen. Dabei verwandelte Eckberg die Schlusssekunden. Der THW führt 31:28. Bleibt es bei den 3 Toren? Nein! Ein Tor gelang den Gästen noch. So lautete der Endstand. 31:29 für Philipp Biecher. Eine gute Ausgangsposition. Das Final Four in Köln ist für den THW in greifbarer Nähe.